Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. In der letzten Folge sind wir in Daniels Wohnwagen stehen geblieben und er hatte ja gesagt, er hat für uns hier ein Polizeifunkgerät und ja, ich würde sagen, wir klicken mal da drauf. Okay, how does this thing work? Ja, ein- und ausschalten. Okay. Only gotta search between 140 and 160. Aha, okay, wir können hier drehen. Nope, definitely not. Ah, da war gerade was. Nah, nothing there. Ah, da war auch was. Nein, ich will immer nur ein bisschen, aber kann ich? Ah, ich kann auch mit dem Steuerkreuz. 136, listening. We've got reports of Wait, is this it? Sam's? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Nice. Thanks, David. You big rebel. Frag mich, ob man da noch was anderes entdeckt hätte, wenn wir, keine Ahnung, weitergeguckt hätten. Ob wir vielleicht irgendeinen Funkspruch von einem alten Charakter aus dem ersten Teil gefunden hätte, oder keine Ahnung. Prägt dir das gut ein, Sean, weil ich werde Now you das know I'm the nicht coroner is können. all ready to roll. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now. You have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. Okay. You got all that? Hoffentlich. Sure. Think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Hinsetzen. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen showed up with you two. But after watching you and your little brother for a while, I think I get what you're going through. When our town was destroyed by that hurricane. My stepdaughter and her friend were among the only survivors. We lost everyone else. Jeez. Sorry. I used to hate them for running away. Wenn er das so erzählt, fühl ich mich ein bisschen schlecht, dass ich Chloe gerettet habe, anstatt Arcade bin. Aber die Liebe wiegt mehr als das Leben tausend anderer. Warum bist du hergekommen? Versteht ihr euch jetzt? Did you stay in touch? Do you get along now? Yeah. Took me a while to acknowledge. Past was the past, and move on. Like they did. Once I realized that, I reached out to them, and we made peace with each other. I stayed here for a while. It felt good to connect with my daughter at last. You guys remind me of them, in a way. And I don't want to fuck things up this time.
Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you. Okay? Okay. Yeah. Of course. I know you guys got screwed. But you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. Will ein neues Leben. Stell mich der Polizei. Will ein neues Leben. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. Verstehe ich. Aber wir haben so viel Scheiße angestellt. Wir haben eine Kirche angezündet. Wir haben einen Security Guard K.O. geschlagen, als wir im Krankenhaus lagen. Wir haben eine Marihuana-Farm hochgesprengt. Jetzt sich der Polizei stellen, würde uns so hart ruinieren. Oh. Sorry. Ist okay. Hätten wir uns am Anfang gestellt, wäre es halb so schlimm gewesen. Aber jetzt, dann nach all dem Chaos sich zu stellen, wir würden so viel Ärger kriegen. Wir sind so nah an Mexiko. Es wäre den ganzen Stress nicht wert. Wir haben unser Auge verloren. Wenn wir uns jetzt der Polizei stellen, dann wäre das komplett ruiniert, dass wir unser Auge verloren haben. After the desert roads. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. Wusste nicht, dass du Mechanikerin bist. Hab mich nie für Autos interessiert. Schafft das Auto das? I didn't know you were such a gearhead. Oh, Sean, this is basic car maintenance. And I may not be a pro like your father was, but I got some solid skills. I have to, out here. Yeah, sorry. I'm the newbie. I never really got into cars and stuff. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Er war altmodisch, wollte, dass ich mich selbst finde. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Wart ihr mal zusammen dort? Ich wünschte, er wäre hier. Wart ihr schon mal zusammen dort? Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. Okay. He said growing up there was hard. Verständlich, ja. But he loved it. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running, of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. You'll be there for each other. Ich will nur, dass es vorbei ist. Nicht sicher, ob ich das kann. Seine Kraft macht mir Angst. Ich will nur, dass es vorbei ist. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And
you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Vielleicht hast du recht, als ob du es wüsstest. Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Wo ist überhaupt Daniel noch? Better get back to my tune-up. All right. I'll make one last round before leaving. Recyclingmüll. Ja, ich würde gerne schon verlassen. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Yeah. Kinda sad. I know. Are we leaving yet? We have to, and I know. Come here. Wir haben uns genug umgeguckt. Ich glaube, es gibt eh nicht so wirklich was, was wir noch entdecken können. Deswegen, ja. I'm gonna miss you. I'll miss you too, Danny. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Naja, nicht ganz. Sie wird ja wahrscheinlich bald eingesperrt werden. Weil sie sich der Polizei stellen will für uns, damit wir einen Vorsprung haben. Sean, this is it. Karen nicht umarmen, Karen umarmen, doch wir umarmen sie auch. Thanks, Mom, for being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Ja, David hätte lieber, dass wir uns stellen, aber wie gesagt, wir sind schon so weit gekommen und wir haben so viel, ja, nicht nur ruiniert, sondern wir haben auch so viel fast verloren, ne? Wir haben unser Auge verloren, wir haben unseren Vater verloren, wir haben unser Zuhause verloren. Take care, boys. Wir werden so lange ins Gefängnis kommen, weil wir so viel gemacht haben. Okay, bin gespannt, wie weit wir jetzt noch fahren werden. Und ob wir überhaupt an der Grenze von Mexiko aufgehalten werden oder nicht. Vielleicht werden wir auch, vielleicht kommen wir auch gar nicht nach Mexiko. Is something wrong? Weil wir festgenommen werden davor. That's the last time I have to say that. I don't care about that. So, what's the problem? What? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. Ja, wir haben doch unsere Großeltern da, glaube ich, oder? Wir leben wie Könige. Kein Weglaufen mehr. Neues Zuhause. Forever. We can live like kings, dude. The dollar goes a long way there. We don't need much. Yeah, right. So who am I gonna play with? What do I do for fun? Keine Sorge, zurück zur Schule. Come on. You can make friends when you go back to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk?
bringe es dir bei jedem Markt, dich. I'll teach you, man. You think so? That's cool. Du bist noch jung. Du lernst. Du kannst noch sehr schnell neue Sprache lernen. Well, that sounds okay. I guess. Daniel, I get scared too, you know. But we'll be fine. Okay. I trust you. Hoffentlich hält er das auch gerade, nicht dass wir einen Unfall bauen. Ich glaube, das sind die sogenannten selbstfahrenden Fahrzeuge, oder? Genau so fahren sie selbst von alleine die Fahrzeuge. Mhm. Ah, da ist die Grenzmauer. Ich hab schon gedacht, wir fahren noch Ewigkeiten. Dude, it's just a giant fence. Except it won't keep us in. Nur die Frage ist, wie kommen wir darüber? Sieht nicht so aus, als... will have to let her go. I hope so. Schwer bewaffnet. They're going to. Once we're over that fucking wall. Wir haben nicht mal eine Waffe dabei. Na gut, wir haben Daniel dabei. Er ist quasi eine Waffe. Aber wie wollen wir hier rüberkommen? Gut, Daniel könnte vielleicht die Mauer einreißen. Mit seiner Fähigkeit. Hey. Ja? Sean? Why would they build this? Well, tja, ich weiß gar nicht mal, war das Trump überhaupt? Is there a wall like this up north? Nah, not really. Trump wollte ja nämlich eine Mauer zwischen Mexiko und der USA machen. I'm sure it is. Whatever. That's a good project for us, right? I know. It's gonna be super. Das ist echt groß. Hier der vorsteht, ne? Die ist 1, 2, 3, so ungefähr 3,5 größer als wir. Vielleicht sieht das auch nur so aus. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen noch größer. Shit. I didn't think there'd be more than a barbed wire fence out here. Ja. Ah.
Bin gespannt, ob er das schafft. So, here we are, Daniel. The end of the road. Finally. Let's get out of here. Yeah. Take it easy. You can do it. Oh, vielleicht schafft er das gar nicht. Na doch, ein bisschen verbiegt sie sich, oder ist das einfach nur... Doch. Sesam, öffne dich. You ready to brawl? Almost. It's okay. It's okay. Just breathe. Shh. Breathe. Wir haben es geschafft. Da ist Mexiko. Wenn wir hier rüber gehen, können die Polizisten uns nichts mehr anhaben. Einfach nur über diese Linie. It's all thanks to you. It's gonna be all right. Done the hardest part. Thanks for taking me down here, Sean. Nah. We did it together, man. Come on. Let's go back to the car. Oh, man. I cannot wait to go swimming in the ocean. Ich bin gespannt. Wenn wir dann rüberfahren, ist das schon das Ende? That would be cool if we could just walk to the beach. Wir können leider nicht mehr rennen. Ich würde gerne zum Auto rennen. Ich will wissen, was passiert. Ah, und jeder Busch wurde angeschossen? Daniel, talk to me! Daniel, talk to me! No, no way, not now! Daniel! Nee, die. Hey, who are you? Did you shoot my brother? Au. Oh shit, Madison. I told you it was a fucking kid. Get off of me! Get off of me! Well, Daniel! Is he? He's my brother! He's okay. Bullet just grazed him. Let me go! Do not move if you want to keep that arm. Comprende? Keep an eye on the wall. These fuckers blew it up so their friends can cross. Daniel! So what's the plan, huh? I bet there's a dozen more coming through, right? No! We're leaving! Going to Mexico, I swear! Wait, wait. You're trying to break into Mexico. That's fucking funny. We're Americans! Americans, damn it! No, it's not legal to blow up walls. That's called terrorism. Da sehen wir aus wie Terroristen, wir gehen nach Mexiko. Listen, it's a long story, but we really are trying to get out of here. You can fucking skateboard across the border 10 miles away. So tell me the plan.
Ihr seid nicht die Polizei. You're not cops. You can't arrest us. No, but we work with them. And they sure appreciate our help. Looks like no one's coming for now. Anyway, don't waste your energy. I bet the Border Patrol has a big plan for you, mister. Madison, come on. We have to deal with this kid. Still bleeding. Don't touch him. Get off. Don't move. What the fuck? Get it off. Stop. Get it off. Jesus. What the fuck is going on? Where's Spencer? He's off duty today. Why? Listen, we have a deal. He knows. Yeah, I heard about this crap. Not happening anymore. Come on, Maddie. Do what the officer says. Fuck! How old is he? He's all right, officer. Don't worry. Shut it! You're both coming with me to the station. What? Are you kidding? What? They're illegal! Fuck's sake! What I say? Uh-oh. Okay. Take a breath. You okay now? Daniel! What? I'm sorry, are you Sean? Sean Diaz? You're under arrest. Ach, verdammt. Ich hätte ihnen eine Kopfnuss gegeben und wäre über die Grenze gerannt. Tja. Arizona, 6 Uhr, 4. Juli. God is what? Keine Ahnung. Ich konnte das nicht so lesen wegen den Gitterstäben. Wer sind die beiden? Warum lächeln die uns an? Das sind die zwei. Verdient ihr Bieblöcher! Don't look at me. Ist das bien? Yo soy Diego. Mi esposa Carla. Y este frijolito de aquí es. Es Ángel. Oh, Ángela. Encantado. Soy Sean. ¿Cómo te sientes, hijo? ¿Han visto un niño de 10 años? Es mi hermanito. Nos separaron. Cerca del muro. Está herido. Lo llevaron a la enfermería. Si fuera grave, una ambulancia ya habría venido a buscarlo. Si lo dejaron aquí, quiere decir que está bien. Tranquilo, amigo. Aquí no hacen daño a los niños. Ok. Nur uns Erwachsene. Verstehe. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht, die Mission, also das Kapitel. Aber ich werde hier jetzt mal einen Cut machen und falls das Kapitel doch nur kurz geht, werde ich das dahinter ranhängen. Aber falls es doch länger geht, ist hier das Video zu Ende. Also ja, seht ihr, wenn jetzt noch was kommt, ist das Kapitel nicht mehr lange, aber falls nichts mehr kommt und das Video zu Ende ist, geht das Kapitel noch viel länger. Also ja, dann verabschiede ich mich schon mal. Ciao.